kurz mal was trinken hier. Nicht mal auf den Moment warten, dass hier ein Nacht hereinbricht. Wir haben hier auf jeden Fall eine ganze Menge an Clay rumliegen für unseren meinen Gedanken fürs Gebäude, dass wir vielleicht dann doch eher mit Bricks arbeiten. Die nächste Höhle. Ne, das war. Ah, hier hat man was. So 7 Fackeln, die werden wir bestimmt nicht weit kommen. Deswegen ruhe ich auf 23 hoch. Scharf, erschreck mich nicht so. So. Ah, das ist so eine Höhle, okay. Kann man wenigstens erstmal hier in Ruhe kurz durchgucken, aber noch mal was Schönes haben. Erde gäbe es hier auf jeden Fall en masse. Granit auch. Aber was für mich jetzt gerade noch wichtig ist, das Eisen. Okay, jetzt geht's hier. Hier kommt jetzt auf jeden Fall nichts. Da steht doch schon. Das grüne Wesen hier. Solange nicht die Fledermaus reinrennt. Alles gut. Aber wirklich wahre tiefe Höhlen. Oh. Deswegen mache ich mir gleich noch mal ein paar Fackeln hier. Gehe auch den anderen Weg draußen raus, nicht die neuen, sonst verlaufe ich mich noch komplett. Jetzt kann ich es noch ungefähr sagen, wo ich laufen muss, aber nur ungefähr. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass ich dann immer hier runter gucken muss. Dahin. Da haben wir auch noch ein Eisen, 2 sogar. Vielleicht geht auch hier eine Höhle irgendwie in den großen Berg rein. Die etwas weitläufig. Aua! Oh, die kann ich auch gerne mitnehmen. Aber noch eine kleine Nahrungsquelle. Vor allen Dingen können wir noch ein bisschen dekorativ arbeiten. Es sieht schon mal tiefergehender aus als vorherigen Höhlen. Da ist schon wieder, glaube ich, Tageslicht. Ja, wirklich zu früh gefreut.
Aber wirklich, wenn man irgendwie was sucht, findet man es nicht. Zumindest keine guten Höhlen. Aber naja, gut. Eisen, meins. Jo. So, bin mal gespannt, ob mein Input so lange reicht. Mal kurz das Bett aufstellen. Ja, war klar. Nacht, Nacht, Nacht. Immer diese Nacht. So, trotzdem jetzt schon mal das Schwert wieder zücken. Von da bin ich gekommen. Ich muss hier ungefähr lang laufen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Strip-Mining-Gang machen. Zu früh gefreut, huh. Da denkt man an eine kleine Schlucht oder so, oder nein, zu einer schönen großen Höhle. Hier so, nein, weil dahinter ist schon wieder unsere Base. Wirklich nur im kurzen Kreis gelaufen. Vielleicht habe ich ja hier das Glück. Auf eine etwas tiefer gehende Höhle. Ich mache erstmal hier kurz safe. Ich möchte nämlich nicht, dass da was von hinten angreift. Wir haben auf jeden Fall Granit. Mehr Granit und Tageslicht. Aber nein, da geht es, glaube ich, noch tiefer. Oh yeah. Vielleicht, aber nur vielleicht gibt es auch ein noch größeres. Oh yeah. Vielleicht können wir das auch erstmal quasi als kleine Zwischenbase bauen. Erstmal bloß mal provisorisch. Nicht, dass man gleich denkt, ach, ich werde jetzt hier 30 Folgen verbringen. Liebe Gronkmanie und so. Am Ende ist es hier nicht so die Welt. So, ja, ich bin noch nicht, gucke halt immer mal rechts schön auf meine Zeit, ungefähr weiß. Ja, in der 24. Folge in diesem Let's Play, wenn man es von der ersten Folge an betrachtet.
Ja. Wollen wir gerade einen Schluck trinken? Fragt ich würde sagen, nö. Ohne mich. Haben wir aber noch ein bisschen Eisen. Aber auf jeden Fall kann man mit Kohle nicht meckern. Muss ich bestimmt bald Kohleblöcke machen. Aber vielleicht geht es ja auch in der anderen Seite noch ein bisschen tiefer. Aha. Doch noch fast das Eisen übersehen hier. Das wäre nicht gut gekommen. Da hätte ich mich doch glatt darauf hingewiesen. Hol das Eisen, Vogel! Ja, mache ich doch schon. Nein. Push. Ah, ich denke mal doch, dass wir hier mal quasi eine kleine Zwischen. Base einrichten. Eieiei. Ja, ich habe noch so eine riesen Höhle geschrien. Jetzt habe ich sie bekommen. Jetzt werden wir einige Stunden hier drinnen verbringen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal zurück laufen. Wenigstens schon mal ein paar Sachen hinzustellen. Jeden Fall den Ofen. Gut, wir sind auf jeden Fall hier nicht unter Meer. Wird nämlich jetzt hier ein kleiner Wasser mit reintröppeln. Spinier. Ernsthaft? Kommt er wiederum aus dem Nichts? Okay. Haben wir vielleicht doch erstmal hier ein bisschen was ausgeleuchtet. Dann werden wir uns dann doch eher mal eine Eisenrüstung schon in Angriff nehmen. Denken wir doch, dass wir uns das danach hier leisten können, wenn wir hier drin ein bisschen Eisen gefarmt haben. Hier wird noch einiges losgehen. Und ich muss gleich noch mal runter. Ein Eisen, Dankeschön.
So. So, wo war jetzt die Möglichkeit? Einmal, weiß gerade nicht mehr. Da doch, ich in meine Höhle. Ich verlaufe mich liebend gern. So, heben wir mal ein kleines Höhlchen hier aus. Und immer schön meine Screenshot machen. Jo, dass ich auch was zeigen kann. Nicht immer bloß ein dasselbe Höhlchen. So. Gut, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein paar Türen. Und dann brauche ich sogar noch ein paar Druckplatten. Wunderbar. Ofen kann auf jeden Fall schon mal aufgebaut werden. Sogar gleich noch ein zweiter Ofen. So, ein bisschen aufteilen. Dann machen wir uns mal eine Doppelkiste. Steinzeug. Eigentlich brauche ich sogar noch eine Doppelkiste. Für Mobdrops, Krimskrams und allem. Weil das brauche ich jetzt nicht unbedingt mit in die Höhle rumschleppen. Na, die brauche ich dann, wenn schon. Wenn schon, denn schon brauche ich dich. Ah, die Axt nehmen wir auch mal mit. Das kann auch weg. Hätte vielleicht vorher noch ein Wasser mitnehmen sollen. Wäre interessanter gewesen.